Das Beste beim Ausweichen ist immer gut springen, Dash. Gut springen, Dash. Das ist das Schnellste, um hier durchzukommen, glaube ich. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das hier schwieriger sein soll. Außer die Challenge wird sein, der Bonus No-Hit. Das kann ich mir wiederum dann doch sehr gut vorstellen, dass das passiert. Achso. Soll angreifen. Sorry, hab ich vergessen. Wird geheilt. Nee, da habe ich keine Ahnung, was hier die Challenge ist. Ich brauch das. Ey, du bist so gemein. Ha! Tricks trotzdem! Zweimal schon. Kann ich nicht mehr ausweichen. Hallo? Reicht jetzt? Reicht jetzt? Hallo? Boah. Der übertreibt aber auch mit dem Spamming und so, ne? Ohne Witz. Junge, er übertreibt es mit dem Witz. Gut, dass man hier manchmal geheilt wird. Zumindest einmal wurde ich geheilt, so ein Grund. Nicht zurück. Achso. Oh, ist das jetzt weg? Wait. Bam! Was geht denn jetzt ab? Schlechtes Timing. Sehr, sehr schlechtes Timing. Okay. Rüber. Und rüber. Immer hin und her. Immer vorne und zurück. Vorne und zurück. Vorne und zurück. Immer weiter. Das ist zumindest das, was ich mache und bei mir, wie ihr seht, funktioniert. Achso. Verdammt. Ja. Ah, ich nehme es doch. Wo ist er hin? Warum macht er jetzt die Attacke? Die macht er sonst nie. Bam! Okay, ich werde immer geheilt, wenn ich einmal schlage. Also man will eigentlich eher lieber schlagen. Also bin ich so oder so, aber ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Boah, das ist echt böse. Das kombiniert all seine Attacken auf einmal. Das ist richtig böse. Ja, ist klar. Und jetzt das noch mit dem anderen. Ist klar. Ist klar. Ich brauch das. Wo ist er hin? Jetzt mal wieder den Kack. Ja, toll. Da kann ich nichts anderes machen, als warten, bis er herkommt. Halt mich nicht. Egal, ich habe eine andere Taktik. Und zwar das Ding nehmen. So, wenn ich kann. Yes! Oh, wird geheilt, wird geheilt! Nur mit manchmal irgendwie geheilt. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall ja. Wird geheilt. Schön. Mist. Die Musik geht da langsam zu Ende, glaube ich. Reicht jetzt! Ey, der geht so ab, ne? Ohne Witz, der geht so ab. Hallo! Probleme? Kannst jetzt aufhören, bitte? Kann der Kampf jetzt vorbeigehen? Der dauert viel zu lang. Ja. Ne? Bin tot. Ja, Digga, was? Junge! Hab den dritten Treffer vorhin gemacht und jetzt? Komm, bleib stehen jetzt. Komm, stirb! Er lebt noch. Aber ich bin full heal. Auf jeden Fall. Oh, nevermind. Okay, kurz leise. Hier finde ich es am besten, einfach zu rushen. Einfach schnell zu rennen. Irgendwie funktioniert es immer am besten. Okay, what the hell? Jetzt spammt er übelst hart. Ist okay, Spiel. Alter. Ja! Spring! Oh mein Gott, nein! Na, hallo, ich hab ihn doch! Oh, er lebt noch. Oh, nach 4 Stärken lebt er immer noch. Bam! Übrigens, ich hab gerade herausgefunden, er hat ungefähr 8 Leben oder so. Ungefähr 8 Treffer halt. Plus, wenn man diese blauen Dinger, die da schmeißt, in der Hand hat. Sobald man die schon in der Hand hat, muss man sie eigentlich nur noch in seine Richtung schmeißen. Die haben so ein Auto-Aim, so einen kleinen. Er ist gleich tot. Komm schon. War noch nie so weit.
das dein letzter Treffer? Ja! Ich hab's! Ich hab's! Oh mein Gott! Wehe, das ist hier No-Hit! Wenn das hier No-Hit ist, ja, dann gebe ich auf. Boah, Headkids in die Augen zu. Vollständige, was? Lass deine Lebenszeit nicht auf einen HP fallen? Oh, cool, ich hab einen Bonus geschafft. Oh, fühlt sich das gut an. Finally. So. Bam, wir kriegen dafür ein Item. Ein Kostüm. Yay. Bonus, greife mich nicht an. Wirf nur blaue Chemikalien. Oh, Junge. Weißt du, wie lange dann der Kampf dauert? Der dauert 10 Minuten dann. Naja, ist auch egal. Was kriegen wir? Ein Hexenoutfit! Oh mein Gott, das muss das beste Outfit im Spiel sein. Natürlich neben dem Virtual Kit. Yo! Ja, vor allem mit dieser Farbenpalette, ne? Dieses lila-schwarz. Das sieht richtig sick aus. Oh, die Thick Thighs. Oh yeah, let's go! Das finde ich schick. Das ist so schick. Na gut, das heißt, ich bin noch nicht fertig mit Brian. War aber auch irgendwie klar. Und ja, dann werde ich wohl jetzt weiter grinden. Den gleichen Kampf. Ich zum Glück, aber nicht No-Hit. Zum Glück. Also ja, den gleichen Kampf, aber der dauert doppelt so lang, weil die Hälfte der Angriffe sind Chemikalien werfen und die andere Hälfte ist ihn halt schlagen, wenn er gerade rumsteht. Und das kann ich jetzt nicht mehr machen. Toll. Mal gucken, ob ich überhaupt noch die Folge reinkriege. Bestimmt ist die Folge super lang. Falls ich übrigens nicht gesagt haben sollte, musst du einfach nur aufheben und direkt werfen. Das ist so automatisch dann. Also, weil wirfst du automatisch zu ihm. Ich will nur kurz reminden, er hat ungefähr 8 Leben oder so. Bei dieser Attacke finde ich es immer sehr gut, dahin zu rennen, wo gerade eine Explosion kam, damit man da direkt reinspringen kann in die Ringe und die direkt hinter sich hat. Zumindest ist es bei mir ganz hilfreich, würde ich behaupten. Ohne Witz würde man nicht ab und zu mal ein bisschen Leben zurückbekommen, wäre dieser Kampf um einiges schwerer. Also, ich weiß auch mittlerweile, dass dieser Kampf mal genervt wurde. Also, das ist die genervte Variante. Zu Release von diesem DLC war der Kampf noch schwerer, also noch chaotischer vor allem. Keine Ahnung, ob man da noch geheilt wurde oder nicht, aber ja, das will ich definitiv nicht spielen, ey. Das hört sich eine Stimme an. Nein! Hä? Komm ich da noch dran? Warte mal, das geht vielleicht noch. Wo ist es? Wo ist es? Da kommt... es fehlt noch, geil! Ich habe übrigens gerade gesehen, warum man hier nicht cheaten kann. Das liegt einfach daran, dass man trotzdem noch getroffen wird. Kommt hier nicht. 5? Oh, oder auch nicht. Komm! 5, hat doch gezählt. Alter Junge, treib. Übertreib halt komplett. Wie oft will das noch spammen? Bei der Attacke immer am Rande bleiben. Hier sind die Wellen immer am schwächsten, immer am kleinsten. Aber bessere Chancen insgesamt einfach nur. Das ist die Attacke, die man immer haben will. Das ist die einzige, wo man ihn treffen kann mit. Scheiße, ich hab richtig Pech. Oh mein Gott. Alter, ich hab übelst Pech. Hallo! Digga, what the hell? Ich konnte nicht werfen. Okay, ab 4. Hatte in diesem Run-Test sehr viel schlechtes Timing. Aber Glück, dass zweimal hintereinander ein Angriff möglich war. Also jetzt ist er auf 4 von, ich glaube, 8 oder so Leben hat er. Mein Rekord war 5. Falls wir auf den Laufen sind. Oh, sehr geil.
Okay, toll. So, 5 Treffer. Zurück zum Rekord. Shit. Ich sehe nichts mehr. Ja, Junge, ich kann doch nicht reagieren. 5 Treffer. Oh, geil, geil, geil. Das ist die beste Attacke. 6 Treffer. Komm schon, da kann ich mir so viel Leben haben. Ja, Alter, hab ich Glück. Oh mein Gott. Sehr gut. Das ist die beste Attacke, die er mir geben kann. Aber ich verreck jetzt. Ich habe keine Zeit, das einzusammeln. Jetzt. Oh, 7 Hits. Nein. Ein Hit, glaube ich, nur noch. Oh, hier sterbe ich. Das ist die schlechteste Attacke, die man bekommen kann. Ach man, 7 Hits. Und jetzt sterbe ich da auch noch. Sieben Hits! Aber ich krieg keine Heilung, bin tot. Mal wieder. Weil ich das einfach nicht kann. Ich habe irgendwie mit der Kamera rumgespielt, bevor das Level losgegangen ist. Und jetzt ist meine Kamera sehr weit rausgesund. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Das könnte sogar hilfreich sein, aber... Ne, jetzt ist wieder normal. Okay, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ja, das Spiel ist ein bisschen verbuggt, vor allem in Ladezeiten. Oh mein Gott, ich bin gerade mega lucky. Zweimal hintereinander hat er gleich Attacke gemacht, wo ich ihn angreifen kann. Jetzt auf 6 Leben. Also auf 6 Hits, meine ich. Oh mein Gott, schon wieder die Attacke! Oh! Let's go! Ja, 7! Ich hab's! Oh mein Gott, das ist mitten in der Nacht. Ich kann nicht so laut sein. Aber... Vielleicht schaffe ich's. Wenn ich mich konzentriere. Komm, mach die Attacke, mach die Attacke, mach die Attacke! Mach die Attacke! Okay. 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 Ist okay. Solange er nicht die ganze Zeit das. Gott. Ja! Nein, das ist noch nicht. Aber das ist auch okay, das ist nicht so schlimm. Es gibt nur eine Attacke, die ich halt wirklich nicht mag bei ihm. Und das ist, wo er die ganze Zeit boom, boom, boom überall macht. Überall das Grüne, das hier. Das ist die schlimmste Attacke. Aber ich glaube, danach bin ich durch. Jetzt pass auf, ich habe mich falsch informiert. Da hat mehr als 8 Leben. Das wär's jetzt nicht. Oh Gott, das hab ich nicht erwartet. Ja! Oh mein Gott. Ja, finally. Bin ich durch? Bin ich durch? Komm! Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Aber ich habe fast 100 Tode. Also, eigentlich fake. Manchmal ist da einfach wieder ein paar Tode runtergegangen, als ich das Spiel neu geschaltet habe. Also, ich habe schon über 100 Tode eigentlich bei dem. Also, ich weiß nicht, wie viele Tode ich hatte beim zweiten Bosskampf, aber das hier hat er auf jeden Fall mithalten können mit dem zweiten Bosskampf. Sowas von. Ich bin nur so froh, dass ich endlich durch bin und endlich wieder ganz normale Deathwish-Level spielen kann, ohne blöden Bosskampf mit Tode. Oh Gott, ich hab's finally durch, ey.
Hier, schaut's euch an. Alles legit. Oha, nun 3 Minuten oder heißt 3 Minuten? Ich glaube 3 Minuten ist der normale Kampf. Ganz ehrlich. Dieser Kampf zusammen mit diesem Kampf hier. Wenn man ohne Bonus spielt, ist das total machbar. Hier viermal auf ihn schlagen, hier viermal werfen, ist voll in Ordnung. Und hier ganz oft beide treffen, ist voll in Ordnung. Aber halt, dass man so abwechselnd alles machen muss bei beidem, das ist ja auch mehr oder weniger abwechselnd, weil man nur blaue Chemikalien leisten darf. So gesehen nur alle 2 Male kann man ihn angreifen. Und das ist, Alter. Oh, ich bin müde. Ich muss mich nur kurz aufregen. Es tut mir leid. Ich geh kurz ins Bett. Yay, wir haben endlich Snatcher in seinem eigenen Modus geschlagen. Also, irgendwie den Boss in seinem eigenen Universum. Ja, okay, also. Ich hoffe, er ist jetzt nicht böse auf mich, dass ich ihn selber besiegt habe hier. Ich hoffe, die Level werden jetzt nicht unbedingt schwerer dadurch. Wir werden mal schauen. Aber bevor wir jetzt weitergehen zum, naja, ich sag mal, 4. von 4 Bereichen hier im Deathwish, das war ja dann hier rechts, machen wir noch das Community Rift. Twilight Travels. Da ist es wie immer, alles sammeln und so weiter und so fort. Von Eric Jack Bridge. Oder Rich. Hör auf, diese Glocke zu läuten, Kleine. Du bereitest mir damit Kopfschmerzen. Er wurde so vermöbelt von mir. Er musste erstmal so krank im Bett liegen und sich erholen. Ich habe das Gefühl, es kommt die Ruhe vor dem Sturm hier mit Snatcher. Jetzt, nachdem wir ihn besiegt haben. Hör ich zurück? Nein. Ja, schön, wir haben das süße Hexenauto freigeschaltet, falls ich es nicht erwähnt habe. Und natürlich habe ich hier nachgeschaut, wie es denn hier aussieht mit den Bildern, wie viele es überall gibt. Es sieht so aus. 1, 3, 2, 1, 1. So, weil wenn ich das nachschaue, fühle ich mich immer ein bisschen besser bei diesen Leveln. Und ich habe das Gefühl, wir werden hier sehr oft die Maske gebrauchen. Hast du irgendwas für mich? Nö, er hat nichts für mich. Okay, ja, wir entspannen uns ein bisschen. Ich möchte ein bisschen chillen. Da unten ist das Bild übrigens. Nicht schwer, super easy eigentlich. Kamera macht nur wieder Faxen in diesem Level. Kann ich nichts für. Ah ja, stimmt, das ist ja dieser Anfangsort, ne? Ja, doch. Was war denn hier? Risstore sind mit Hilfe der Glocken erschienen. Benutze deinen Kidshut, um sie zu finden. Den Kidshut. Warte, es gibt 3? Warte, Kidshut. Aha. Ding, ding. Ja, mit dem Completionist-Hut hier. Oder ist das der? Ist der gerade ausgerüstet? Der sieht ein bisschen anders aus. Kidshut? Completionist? Okay, warum auch immer wird der Completionist-Hut immer wieder weggelegt? Ich verstehe es nicht. Aber, ja, okay. Let's go. So, das wird ein langes Level. Eventuell auch das Einzige, was wir heute noch hinkriegen. Das kann leider durchaus sein. Weil die Community Rifts sind halt einfach ziemlich krass gebaut, muss ich zugeben. Also, das erste, dieses Rhythmus-Ding, was mich auch so ein bisschen an Mario erinnert hat, das war schon sehr solide. Hat mir gefallen. Ich glaube, das hier wird genauso. Unsere Mission, wie ihr sehen könnt, sammle jeden Rispawn ein und sammle alle Seiten ein. So. Und hier ist halt, ich kann nochmal nachschauen, aber hier ist nichts. Ich kann auch von hier aus nichts erkennen. So brauchen wir auch nur 2. Also ich glaube, hier wird nicht so viel zum Einsammeln sein. Ich weiß nicht, ob die Gegner irgendwas bedeuten, weil die nur manchmal sichtbar werden. Keine Ahnung, kann ich auch nicht sagen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Platforming hier. Muss man schön den Hut benutzen, um durchzukommen. Hey, was zum... Nein! Oh, den habe ich jetzt nicht erwartet. Der kam jetzt wirklich aus dem Nichts für mich. Nein, hallo. Okay. Interessant. Ey, ernsthaft? Komm, verschwinde. Bitte. Ey, das kannst du doch nicht. Nein! Oh, unlucky. Das ist übelst unlucky. Okay, wir sehen uns, wenn ich es nach oben geschafft habe. Oder warte, vielleicht... Moment. Vielleicht habe ich das Try? Diesmal First Try, ja, ja. Ja, ja, ganz sicher, ganz bestimmt. Okay, okay, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Ballon, ja. Ich habe aus den Fehler gemacht, aber ich habe es trotzdem rüber geschafft. Wunderbar, oh nein.
Okay. Boah, hier muss man richtig aufpassen. Okay, er kommt nicht auf mich zu und macht meine Schwinge hier weg. Sehr gut. Ich dachte gerade, das könnte er oder so. Schau mal, was hier noch alles abgeht, ey. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Gehen wir mal weiter. Okay. Akzeptiere ich. Aber wie mache ich das denn? Was passiert denn mit dem Shader? Das ist irgendwie verbuggt. Warte mal, wie komme ich jetzt hier durch? Warum macht sie da so einen Mega-Bounce von weg? Habt ihr das gesehen? Das sollte sie eigentlich nicht. Muss man das so machen? Ist ja übelst schwierig, ey. Okay. Oh, hier wollen die einen noch veräppeln. Ja. Habe ich schon gecheckt. Ich krieg den nicht dran. So, und. Ich mag die Farbkombination irgendwie. Hat was. Ich mag generell dieses neue Hexenoutfit. Okay, aber wir sind noch nicht fertig hier. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es noch mehr zu erkunden. Vor allem, weil es noch viel mehr Gwilder geben müsste eigentlich. Zum Beispiel hier unten was. Maybe. Nein. Schau mal. Nee, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, das stimmt. Das tue ich nicht. Boing. Boing. Gehört das dazu? Ich glaube, das gehört von dem anderen dazu. Okay, na gut. Was war das hier nochmal? Schnell durch. Okay. Den Hexenhut. Den benutzt man irgendwie am wenigsten, habe ich das Gefühl. Ja gut, okay. Es gibt Leute, die benutzen den Zeitlupenhut dafür als wenigsten und dafür halt mehr den Hexenhut. Aber ja. Ich weiß nicht. Ich finde, der ist gar nicht so prominent nötig in diesem Spiel. Nicht immer. Aber hier zumindest. Das ist zumindest ganz interesting. So, und ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Okay. Ja, dass da was leuchtet, ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Was zum... Wie soll man denn da reinkommen? Warte mal, ich habe eine Idee. Nee, keine Ahnung. Und ich bin runtergefallen. Ach Leute, ich habe da das ausgerüstet. Habe ich übelst vergessen. Weil irgendwas musste ich ja ausrüsten. Ach so, warte, ich kann einfach hier lang. Glaube ich. Ich sehe halt nur nichts, weil die Kamera nicht mitspielt. Okay, war ein Pon. Ich sehe nichts. Gott, es tut mir leid, aber das kann ich nichts für. Es ist einfach das Spiel. Das Spiel hat einfach so eine schlechte Kamera. Ach Gott. Ein Bild. Okay, dann gibt es nur noch ein Bild, was wir verpasst haben. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Ich denke aber, hier unten bin ich falsch. Ich glaube, ich soll wieder nach oben. Also, bong. Hä? Nee, falsch rum. War schon richtig so. Glaube ich. Denke ich. Habe ich das Gefühl. Habe ich diese Viecher eigentlich schon mal getötet? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen dumm. Aber... Ich guck mal nach. Nee, okay, ich habe die schon. Alles klar. Ich will ja sicher gehen. Ich habe ja noch Snatchers... Snatchers... Liste. Am Start. So, oben sind wir. Und nun, wo geht's lang? Ich denke mal, einfach hoch. Man kann sich hier überall sehr oft heilen. Also das ist wirklich ein, ich würde sagen, ein anfängerisches Level. Ist nicht schwer, so. Warte, es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu aktivieren. Vielleicht mit den Hexenhut? Tatsache, ich habe es vorhin einfach schwieriger gemacht, als ich muss. War ja klar, ne? War ja klar. Was zum... Ja, mach, stopp! Dein Ernst? Also selbst wenn ich jetzt davon ein Leben verloren hätte, hätte ich mich einfach instant wieder heilen können. So, hier kurz warten. Und wieder weg. Jetzt überlegen. Warte. Da ist auf jeden Fall ein Pon. So. Ha, 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 ha. Okay.
damit fehlt uns jetzt immer noch was. Moment. Gib mir mal. Wo habe ich die Kamera? Da ist die Kamera. Lass mich mal kurz gucken, ob wir hier auch alles haben im Raum. Aber es scheint so. Hier haben wir zumindest alles, denke ich. Es gibt bestimmt noch einen anderen Ort, wo wir noch hin müssen. Oder? Da oben ist irgendwas. Aber da kommen wir doch nicht hoch, oder? Ich bin wieder zurückgegangen. Das musste ich wirklich nachschauen. Also ihr wisst, wo ich bin, ne? Hier oben. Ich bin mit der Kamera hier hin und her gegangen. Aber genau da, wo ich nicht geguckt habe. Hier in der Ecke ist es. Ja, also hätte ich das nicht nachgeguckt, hätte ich das nicht gefunden, ganz ehrlich. Weil ich war mir ziemlich sicher, dass ich hier fertig bin. Gut, damit sollten wir jetzt aber eigentlich fertig sein mit diesem Bereich des Rifts. Und dann gehen wir einfach mal weiter, auch wenn da oben ein paar Leute rumstehen, ich glaube, das ist so Deko. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Bereich. Ob ich alle Pins habe, werde ich dann am Ende herausfinden. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich bisher alles habe. Die gucke jetzt nicht nach, die sieht man eigentlich offensichtlich. Die Bilder sind eigentlich die, die versteckt sind. So ist es normalerweise immer so gewesen.